Hallo, ich bin Andrea von Blaue Schule und heute geht es um Stoffbedarf. So, wie viel Stoff braucht ihr für eine gewisse Kleidungsstück? Wie könnt ihr das besser einschätzen? Das ist eine Frage, die ich sehr oft bekomme. Wie viel Stoff braucht ihr, um zum Beispiel die Kleidung, die ich zeige auf meinem Kanal, zu machen? Ich finde das immer eine sehr schwierige Frage, weil das vor allem sehr abhängig ist von eurer eigenen Masse. Und dann ist es auch nochmal abhängig von genau wie wolltet ihr das Kleidungsstück machen, weil ihr müsst natürlich nicht immer genau gleich wie ich machen. Deswegen dachte ich, ich zeige euch lieber, wie ihr das selber einschätzen könnt. Um ganz, ganz genau das zu wissen, am besten ist eigentlich vorher das Schnittmuster zu machen und danach das so zu platzieren, so die Schnittteile nebeneinander, dass ihr schaut, wie viel Stoff genau nötig wäre. Manchmal ist es aber auch nicht nötig, genau zu wissen, wie viel Stoff ich brauche. Ihr wollt einfach eine Ahnung haben, so eine Einschätzung machen. So dass zum Beispiel, wenn ihr im Stoffladen seid und ihr seht einen tollen Stoff für eine Bluse, ihr könnt ungefähr wissen, wie viel Stoff würde ich brauchen, um eine Bluse davon zu nähen. So, dafür gibt es zwei Punkte, die ihr bedenken solltet. Das erste Punkt ist so, wie platziere ich die Schnittteile nebeneinander? Das ist dann abhängig vom Fadenlauf. Aber in der Tat, das ist nichts mehr als Breite und Länge zu unterscheiden. Und wir müssen bedenken, so wenn wir stehen, unsere Maße in der Breite müssen immer nebeneinander sein auf dem Stoff. Und unsere Maße in der Länge müssen auch immer so parallel sein. So, was bei uns auf dem Körper Breite und Länge ist, ist auf dem Stoff auch genau so, muss auch genau so, so unsere Breite am Körper muss auf dem Stoff breiter sein und unsere Länge muss auf der Stofflänge sein. So der Stoffbreite ist normalerweise fest, sehr oft bei 1,40 m, 1,50 m, manchmal ein bisschen länger, manchmal aber auch ein bisschen kürzer. Und die Stofflänge ist dann, wie viel wir brauchen. Das ist dann das erste Punkt zu bedenken. Der zweite Punkt zu bedenken ist dann eure Maße, damit ihr dann weiß, wie viel Platz wird jeder Schnittteil auf dem Stoff brauchen. Hier ist dann auch wichtig zu unterscheiden zwischen Breite und Länge. Und ich werde dann erstmal über Breite reden. Über Breite, ihr braucht nicht so viele Maße wie zum Beispiel für eine Schnittmusterkonstruktion. Warum? Weil euch interessiert in diesem Fall nur eure breitesten Breite. Weil es ist egal, wie viele Teile ihr habt, wenn wenn die Bluse nicht über eure Brüste passt. So wenn ihr, keine Ahnung, zum Beispiel 100 cm Weite, Oberweite und dann 80 cm Teile. 80 cm Stoff wäre sowieso nicht genug, weil es ja gäbe jetzt keinen Platz für die Oberweite. So, über die Breite, ihr müsst immer nur über die breitesten Stelle eurer Körper denken. Zum Beispiel für einen Oberteil ist normalerweise die breiteste Stelle unserer Körper, ist normalerweise die Brüste, aber es kann auch die Taille sein. So, egal wo ist eure breitesten Stelle, ihr müsst dann genau da messen, wo ihr am breitesten seid. So, an der Breite, welche Maße am wichtigsten sind, normalerweise ist Brustweite. Bei mir sind zum Beispiel, ich rechne jetzt so sehr grob, weil ich mag es jetzt keine böse Überraschungen später, so sehr grob gerechnet so 102, aber immer mindestens 10 cm für Nahtzugabe, damit ich sicher bin, rechne ich mich zu 110. Jetzt für ein einfaches Design, wenn ich weiß, dass ich schon irgendwas Extras brauche, dann muss ich das natürlich auch mit bedenken. Aber jetzt so grob gerechnet, meine Orientierungszahl für meine Brustweite sind 110 cm. Für meine Hüftweite ist ein bisschen mehr, eher so 115 cm. Für meine Armweite, das ist auch so, in der Tat habe ich auch so 34, aber ich mag es auch locker zu rechnen, so ich rechne es schon so mit 4 cm breiter für meine Ärmel. Für meine Hose muss ich dann direkt am Schnittmuster messen, weil die Hose, für die Hose kann man mich nicht mehr so direkt am Körper messen, so das messe ich direkt auf meinem Schnittmuster und ich weiß, dass ich brauche 1,40 m, weil da haben wir diese extra Stoff so für den Schritt bei dem Vorderteil und am Rückenteil. So, das sind alle Maße, die ich im Prinzip von der Breite brauche, so als Basis für meine Gedanken später. Jetzt auf die Länge. Die Länge ist sehr geschmacksabhängig. Was ich mache, die Maße, die für mich wichtig sind, ist erstmal von oben bis zur Taille, weil ich sehr oft Kleider nähe, die bis zum Taille gehen und ab der Taille dann so ein Hauptteil haben. Und ich weiß zum Beispiel, dass ich dafür 50 cm brauche, 50 cm Stoff brauche. So meine Maße wären jetzt so vielleicht 46, 47 und ich brauche dann noch zweimal Nahtzugaben. So
Mit 50 komme ich normalerweise zurecht. Aber es gibt auch Oberteile, die nicht bis zu Taille kommen. Eigentlich, wenn ich wirklich alleine ein Oberteil mache, ist es immer ein bisschen länger, egal ob ich das über die Hose oder unter die Hose will. Und in meinem Fall weiß ich, dass ich das mag mit 60 cm. Also das sind wieder zwei Maße in der Länge, die ich bedenken muss. Wenn ich ein Kleid bis zum Taille brauche, denke ich an 50 cm. Eine Bluse eher 60, 65. Das gleiche für die Ärmel. Die Ärmel ist jetzt auch eine Länge. Ich weiß auch, dass ganz lange Ärmel sind bei mir 66 cm. Auch wieder mit Nahtzugaben und alles denke ich an 70 cm. Aber ich trage auch sehr oft diese so zwei Drittel Ärmel und die sind bei mir ca. 42 cm, so 40, 45 und ich schneide auch eher, ich denke auch eher in 45 cm, wenn ich den Stoffbedarf einschätzen möchte. Auch eine Masse von der Länge, die ich sehr wichtig finde, ist die Rocklänge. Ich weiß, dass ich sehr oft Röcke trage, die ein bisschen unter dem Knie sind. Und das ist bei mir ca. 60, 65 cm Länge. Das schaue ich auch ab der Taille. Und wenn ihr auch gerne ab und zu mal kürzere Röcke trägt, solltet ihr auch wissen, ungefähr wie viel Stoff in der Länge, so bis wo, würdet ihr ungefähr Stoff brauchen für eine kurze Rock, für eine Mini-Rock zum Beispiel. Oder auch für Hose solltet ihr dann wissen, ungefähr wie viel Stoff ihr braucht für eine ganz normale lange Hose. Das ist jetzt in meinem Fall zum Beispiel 110 cm. Ich werde euch ein paar Beispiele auf Papier zeigen. Ich denke, dass es da verständlicher wird. Ich möchte aber trotzdem vorher noch einmal ein Puzzle machen. Noch einmal euch sagen, wie ich das für mich denke. Lass uns zum Beispiel dem Beispiel von einer Bluse nehmen. Was ich hier dann auch bedenken sollte, ist ungefähr, welche Schnittteile brauche ich für eine Bluse. Und ich weiß, ich brauche zum Beispiel ein Vorderteil, ein Rückenteil, so eine komplette Oberteilbasis. Und dann brauche ich noch zwei Ärmel. Und dann brauche ich noch so Knopfleiste, Kragen, Stehkragen. Das ist jetzt ein bisschen mehr geschmacksabhängig. Aber es ist wichtig, dann so im Hinterkopf zu haben, ungefähr was werde ich für dieses Kleidungsstück brauchen. Ich möchte eine Bluse und ich möchte eine Bluse, die circa so ja, 60 cm, 65 cm lang ist. Ich werde jetzt in der Breite denken. Ich weiß, dass ich für meine Oberteil brauche ich mindestens 110 cm Stoff. So, wenn ich 1,40 m Stoff habe, hätte ich jetzt nur noch 30 cm in der Breite. Das wäre jetzt nicht mehr genug für meine Ärmel. So, die Ärmel passen sowieso nicht mehr neben meine Oberteil, ich muss sie untermachen. So, wenn ich den Stofflänge einschätze, wie viel muss ich kaufen, weiß ich schon, dass ich einmal die Länge von meinem Oberteil brauche und dann nochmal die Länge von meinen Ärmel, weil sie nicht mehr nebeneinander passen. So, ich würde schon mal brauchen, ca. so 65 cm von dem Oberteil. Und jetzt auch so 65, 70 cm von meiner Ärmel. Das wäre jetzt beispielsweise 1,35 m. So, ich würde 1,35 m brauchen für eine Bluse. Ich brauche aber für eine Bluse schon ein bisschen mehr als einfach ein Oberteil und Ärmel. Ich brauche auch zum Beispiel vielleicht Kragen, eine Knopfleiste. Das ist aber kein Problem, weil ich weiß, dass ich für meine Oberteil zum Beispiel nur 1,10 m brauche, mein Stoff hat aber 1,40 m, so ich habe hier noch 30 cm mit der kompletten Länge von meinem Oberteil, die zum Beispiel perfekt sind, um da ein paar Knopfleiste zu schneiden. Ich weiß auch, dass meine Ärmel, ich brauche zwei Ärmel, in der Breite rechne ich dann mit 40 cm, 2 x 40, 80, mein Stoff hat aber 1,40 m, ich habe dann noch 60 cm. Diese 60 cm mit der kompletten Länge von den Ärmel kann ich noch ganz viel machen. Ich kann zum Beispiel Stehkragen noch da schneiden, ich kann auch die Kragen noch da schneiden, ich kann sogar vielleicht ein paar Taschen da schneiden, so, oder diese angelenkte Teile, so. Was ich normalerweise mache, ist, ich fange mit dem größeren Schnittteil an und dann schaue ich, ob in diese so Resten sozusagen alle anderen Teile da noch reinpassen. Aber lasst uns dann jetzt ein paar konkrete Beispiele sehen. Ich möchte euch jetzt hier ein paar praktische Beispiele zeigen. Hier habe ich ein Stück Papier geschnitten. Das ist so breit, das ist in die gleiche Proportion, wie ich immer meine Mini-Schnittmuster mache. Und ich habe es genau in dieser Skala, habe ich dieses Stück Papier mit 1,40 m geschnitten, sodass es 1,40 m breit. Ich habe es aber jetzt schon gefaltet, weil ich denke auch oft auf gefalteten Stoff. Ich habe auch kleine Markierungen gemacht, damit es euch ein bisschen besser zu visualisieren ist. Und hier wären schon mal 50 cm Stoff, 1 Meter Stoff, 1,50 Meter, 2 Meter etc.
So, zuerst möchte ich ein paar fertige Beispiele, die ich schon auf meinem YouTube-Kanal habe, wie zum Beispiel mein Etui-Kleid. Das ist aber mit meiner Maße. So, mit eurer Maße könnte anders sein. Aber ich weiß schon dann, dass meine Etui-Kleid passt nebeneinander. Passt aber nicht viel mehr, weil mein Rock ist ein bisschen breit. So, hier brauche ich zumindest 3 cm für die Nahtzugabe. Ja, das reicht so. Ich hätte sogar immer noch ein bisschen Stoff, ist aber nicht viel. Für diesem Kleid brauche ich aber nicht viele andere Schnittteile, nur noch Ärmel. So, ich würde es bis hier brauchen. Das ist schon mal ganz nah an einem Meter. Und drunter würde ich dann noch meine Ärmel. Ich habe aber nicht volle Ärmel, ich habe nur 40 cm lange Ärmel. So, ich würde am Ende ca. 1,40 m brauchen. Jetzt mache ich hier zusammen mit euch so eine kurze Übung. Lasst uns vorstellen, ihr wolltet so ein Kleid machen, das ist körperbetont oben, aber unter es ist eine Rock mit Falten, mit großen Kellerfalten. So, ich würde einmal meine Breite brauchen, das weiß ich schon, bis 50 cm reicht mir. Und ich brauche dann hier, eigentlich habe ich nur 110 cm gebraucht, hier habe ich sogar noch 30 cm, die ich vielleicht noch brauchen werde. Jetzt möchte ich aber noch einen Rock mit Kellerfalten, große Kellerfalten. Und ich möchte zum Beispiel 2 vorne und 2 am Rückenteil. Ich möchte für jede Kellerfalte 15 cm Stoff. Um sowas ein bisschen genauer zu bedenken, müsst ihr natürlich ungefähr wissen, wie ihr Kellerfalten macht. Das könnt ihr zum Beispiel auf meinem Video Faltenrocken schauen. Ich kann das Link unterlassen. Aber jetzt gehen wir davon aus, dass wir brauchen 15 cm für jede Falte und wir wollen 4, dann brauchen wir extra 60 cm. So, wir würden diese 110 cm oder 115, die wir sowieso normalerweise für unsere Rock brauchen, plus 60 cm, am Ende würde ich 1,75 brauchen. Die Hälfte davon für meinen Rückenteil, die andere Hälfte für meinen Vorderteil. Ich werde es jetzt sogar eher grob, so groß einschätzen und ich werde jetzt zum Beispiel sagen, wir brauchen hier 1,80 m für meinen Rock. Und es fehlt uns auch noch unsere Ärmel und wir brauchen ca. 40 cm für jede Ärmel. Wir können sowieso unsere Rockteile nicht nebeneinander schneiden, so wir werden trennen Vorderteil und Rückenteil und wir brauchen dann für jede 90 cm, wenn die 2 1,80 dann ist ungefähr 90 für jede. Was wir machen können ist, 90 plus 40 von unseren Ärmel sind nur 1,30 m. So, wir können dann jetzt auf einer Höhe einen Teil von unserer Rock und dann Ärmel, natürlich den Ärmel, weil wir nur eins gerade schneiden, müssen wir dann den Stoff offen. Hier ein Ärmel schneiden, dann hier wäre dann zum Beispiel ein Vorderteil von dem Rock und dann noch einmal ein Ärmel schneiden und dann noch einen Rückenteil von dem Rock. Am Ende würde ich ca. 1,80 m Stoff brauchen. Alles, was ich euch gerade auf Papier gezeigt habe, kann man auch einfach mit dem Kopf rechnen. Wir müssen einfach denken, okay, es passen nicht die 2 Rockteile, also ich brauche ein Rockteil neben einem Ärmel und ein Rockteil neben einem Ärmel. Ich muss jetzt nur in der Länge denken, welche Teile sind übereinander. Und ich weiß, dass ich eine Ärmel über ein anderes Ärmel habe, so ich muss in der Länge von meinem Ärmel denken. So lassen wir zum Beispiel sagen, 65 cm, zweimal sind schon mal 1,30 m. Und dann brauche ich noch einmal die Länge von meinem Oberteil, ca. 50 cm. Es ist sogar ein bisschen weniger, aber lieber ein paar Zentimeter zu viel als zu wenig. Dann würde ich 1,80 m Stoff brauchen. So, was wir machen, ist zu schauen, was können wir nebeneinander aufräumen und wenn nicht mehr passt, dann drunter und dann alle diese Länge, die maximale Länge übereinander, ergibt dann die finale Stofflänge, die wir für ein Kleidungsstück brauchen. So, jetzt hier zurück. Ich hoffe, dass diese Beispiele euch ein bisschen geholfen haben. Jetzt möchte ich nur noch ein paar praktische Beispiele zeigen von echten Kleidungsstücken. Die meisten sind sogar schon auf meinem YouTube-Kanal. Und in dem ich immer ungefähr die gleiche Stoffmenge gebraucht habe. Und das war zum Beispiel mein Blazer. Das war auch wieder so diese 1,5 Meter, die ich sehr oft brauche. Genau 1,5 Meter hatte ich auch für diese Bluse gebraucht. Das ist ein bisschen immer die gleiche Prinzip. Es ist einmal so die Länge von einem Oberteil und einmal die Länge von einem Ärmel. Und dann in diese so Resten in der Breite konnte ich auch alle extra Schnittteile noch einbauen.
Hier aber ein bisschen was anderes. Meine Twiglein, dafür habe ich auch 1,5 Meter gebraucht. Zwei Details, die ihr aber immer bedenken solltet, ist die Stoffbreite, weil das macht tatsächlich einen Unterschied. Ich habe heute sehr oft über 1,40 Meter gesprochen, weil das ist eine sehr häufige Breite. Aber es ist nicht die einzige. Ich habe zum Beispiel hier einen Fall. Diese zwei Jacken, die habe ich schon auf meinem Kanal, genau diese habe ich da gezeigt. Ich habe genau das gleiche Schnittmuster gebraucht, aber diese Jacke, dieser Stoff war sehr breit. Das war, wenn ich mich nicht mehr täusche, 1,80 Meter. Stecke genau 1,80 Meter. Und ich konnte dann alle Schnittteile nebeneinander stellen. So, ich habe meine zwei Vorderteile neben meinem Rückenteil, neben meine beiden Ärmel. So, das war sehr eng, aber ich hatte keinen Stoff mehr. Das war wirklich nur 1 Meter Stoff, den ich hatte. Ich habe einmal einen Rest gekauft, weil ich mich so verliebt habe. Aber es war dann nur 1 Meter. Und ich musste sogar ein Ärmel so in die falsche Richtung schneiden. So, ich habe so einen Ärmel nach oben und den anderen nach unten. So, ich musste wirklich jeden Zentimeter sparen, damit das gepasst hat. Aber es hat tatsächlich gepasst. So mit dieser, dann von der Länge habe ich vielleicht auch so diese 60, 70 cm und dann noch diese 30 cm von meinem 1 Meter Stoff. Habe ich dann noch gebraucht für den Bündchen. Ich habe so diese Ärmelbündchen, auch Taillebündchen, auch ein paar Besätze, innere Besätze. So. Am Ende habe ich dann in der Länge eigentlich nur 1 Meter gebraucht für diese Jacke. Dieser Stoff hat eine normale Breite auch von 1,40, denke ich, weiß nicht mehr genau, aber es war eine übliche Breite. Und dafür habe ich wieder fast 1,50 Meter gebraucht. So, es macht schon einen sehr großen Unterschied, den Stoffbreite. Es macht auch einen Unterschied der Stoffarten. Zum Beispiel, wenn ich diese elastischen Stoffe schneide, so diese das St. Jersey, vor allem, wenn ich Kleidungsstücke, die eher enger sind, wie zum Beispiel diese T-Shirt oder mein Body, da passt mir ein Ärmel noch neben meinem Oberteil. So in diesem Fall zum Beispiel, weil das kurze Ärmel sind, konnte ich noch meinen Rückenteil neben mein Vorderteil, neben ein Ärmel und dann den anderen Ärmel drunter. So dass ich dann, die finale Länge vom Stoff, die ich gebraucht habe, war nicht viel mehr als die komplette Länge von dem T-Shirt. So. Natürlich musste ich noch ein paar Zentimeter rechnen für die Nahtzugabe unten, für die Nahtzugaben oben und auch dann noch für meine so Halsbündchen. Aber ich habe tatsächlich für diese T-Shirt vielleicht so 65 cm Stoff gebraucht, nicht viel mehr. Das sind dann noch so ein paar Sachen, worüber ihr denken solltet. Das ist aber wirklich nicht so schwierig, es ist vor allem meine Übungssache. Wenn ihr schon ein paar Mal Stoffmengen geschätzt habt, dann wird es immer einfacher. Um ehrlich zu sein, es wird auch wahrscheinlich passiert, dass ihr ein paar Mal ein paar Fehler macht und Stoffmenge falsch einschätzt. Das war zumindest bei mir schon oft so, dass ich Sachen trotzdem falsch einschätze. Und dann lerne ich aber auch immer was damit. Und das ist wirklich eine Sache, es wird immer besser und es wird immer einfacher, dass ihr so genauere Stoffmengen einschätzt. Ich hoffe, dass dieses Video euch dann gefällt hat. Wenn es so war, freue ich mich auf einen Daumen nach oben und ich freue mich auch, dass ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.